Also, soll ich besser in die Richtung gucken oder Einfach ganz geradeaus? natürlich, Oder? wie in einer ganz normalen Unterhaltung. Also, Sie bezeichnen sich selbst als evangelikalen Christen. In einem Wahlkampfwerbespot haben Sie gesagt, die wichtigsten Lektionen des Lebens stehen in diesem Buch hier und meinten die Bibel. Jeder Politiker brüstet sich doch damit, dass er ein Mann des Glaubens ist. Wieso ist Glaube gut? Der Glaube schafft es irgendwie, die Menschen weicher zu machen. Wenn man sich zum Beispiel Jesus vor Augen führt, sieht man, er ist sehr versöhnlich. Er sagte auch, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Ja. Na, das ist aber nicht. Ich glaube daran, weil ich Christ bin, dass Jesus den Weg zur Versöhnung darstellt. Und ich glaube durchaus auch an die Wörtlichkeit von dieser Geschichte. Lassen wir Gott am jüngsten Tag alle Details auseinandersortieren. Was ist mit den 10 Geboten? Ich meine, so viele Politiker berufen sich auf die 10 Gebote. Sind das wirklich die 10 wichtigsten Anregungen? Sind moralischen? das die 10 Anregungen? Die 10 Empfehlungen? Das ist doch keine sehr weise Zusammenstellung. Naja, die ersten 4 reden nur davon, dass Gott verehrt werden soll, dass er ein eifersüchtiger Gott ist und nicht will, dass man noch andere Götter hat. Die beiden, die wirklich Gesetze sind, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten. Warum gilt diese Auswahl als besonders weise? Sie enthält nicht Kindesmissbrauch, sie sagt nicht, du sollst nicht foltern. Es fehlen eine Menge Sachen, Vergewaltigung, von denen ich denke, sie würden ganz sicher draufstehen, würden wir heute so eine Liste schreiben. Die heutige Gesellschaft ist so anders und unsere Kultur ist so Genau radikal das will ich ja verschieden. sagen. Wir Ja. leben in einer anderen Kultur. Fällt Ihnen denn noch anderes ein, woran wir uns seit der Bronzezeit festhalten würden? Nun ja. Mord, sag ich mal, ist in jedem Land der Welt gegen das Gesetz. Aber hätten wir das nicht auch ohne Religion geschafft? Ich weiß Ich nicht. meine, denken Sie nicht, irgendwann hätten sich die Leute hingesetzt und zueinander gesagt, lasst uns einander nicht töten und nehmen wir einander nicht die Sachen weg. Keine Ahnung. Es wurde mehr getötet im Namen meines Gottes. Sie denken, es gibt eine Art Eingeborenes oder es ist in unserer DNA, dass wir das irgendwie wissen, das Töten eines anderen Menschen ist falsch. Ich bin nicht ganz sicher, dass das so ist. Wirklich? Wir brauchen Gott, uns zu sagen, dass wir einander nicht erschlagen sollen? Naja, betrachten wir mal primitivere Kulturen. Und die haben sich andauernd bekriegt. Wir sind heute von den industrialisierten modernen Ländern bei weitem das religiöseste Land. Eine aktuelle Studie in 32 Ländern hat gezeigt, mehr Menschen in diesem Land stellen die Evolution in Frage als in jedem anderen Land auf der Liste, abgesehen von, ich glaube, der Türkei. In den USA haben wir aber Religionsfreiheit. Ich glaube, in den meisten Ländern dieser Liste herrscht Religionsfreiheit. Oh, interessant. Glauben Sie an die Evolution? Ja, natürlich weiß ich es nicht. Natürlich sind die Meinungen in der Wissenschaft geteilt, was die genauen Einzelheiten betrifft. Und ich, so wie ich das Ich verstehe. glaube nicht. Doch, doch. Naja. Ich glaube, die sind sich ziemlich einig. Ich weiß ja nicht, wie das war. Ich meine, ich bin bereit, die Grundlagen der Aber es Wissenschaft war zu doch ganz akzeptieren. unmöglich. Adam und Eva vor 5000 Jahren mit einer sprechenden Schlange im Garten, oder? Nun ja, möglicherweise war es Kommen so. Sie schon. Ich Genau das ist mein würde. Problem. Ich versuche, Ja? ich meine, Sie sind Senator. Sie sind einer von den ganz wenigen Menschen, die dieses Land regieren. Es beunruhigt mich, dass Menschen, die mein Land regieren, ernsthaft an eine sprechende Schlange Um in glauben. den Senat zu kommen, muss man keinen IQ-Test absolvieren.